Jessica ist vom Anblick und Gestank der Messi-Wohnung schockiert. Und Ariane ist bei weitem nicht die Einzige, die hier lebt. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Spinnen. Ich bin nur ein bisschen geschockt jetzt. Waldthurn in der Oberpfalz. Hier putzt die 25-jährige Jessica ihre 80 Quadratmeter Wohnung täglich mehrere Stunden. Sie hasst Wasserflecken und fürchtet sich vor Bakterien und Keimen aller Art. Für mich ist Putzen wie eine Befreiung einfach. Die Gedanken aus meinem Kopf verschwinden. Ich fühle mich frei. Jessica hatte vor 2,5 Jahren einen Burnout und leidet seitdem unter dem Borderline-Syndrom und Depressionen. Die junge Frau hat gerade nur einen Minijob. So bleibt viel Zeit, um sich um den eigenen Haushalt zu kümmern. Wenn ich so putze, dann so 8 Stunden auf jeden Fall. Jeden Tag. Durch das Putzen kann sie ihre negativen Gedanken verdrängen. Ich fühle mich halt als Mensch allgemein schlecht. Und das lasse ich halt am Putzen raus. Obwohl es eigentlich sauber ist bei mir daheim. Der Grund für die Depression liegt vermutlich in Jessicas Kindheit. Sie musste schon früh selbstständig werden. Ja, mein Papa hat uns zum Beispiel sehr früh verlassen. Und ich bin halt sehr jung Mama geworden. Und das hat mein Papa eigentlich früher nie verstanden, warum. Bin Mama geworden, der Partner hat mich damals verlassen. Und dann war ich alleinerziehend, musste Hartz IV beantragen. Mit 17 zog Jessica aus und wurde mit 19 schwanger. Ihre Eltern machten ihr Vorwürfe. Ihr Vater wollte seinen Enkel Leon angeblich nicht einmal sehen. Du brauchst bloß deinen Hocker hochtun, Leon. Genau, schön in der Mitte. Also ich bin traurig, dass er mich damals so in eine Schublade reingesteckt hat. So, du kannst nichts, du kriegst nicht auf die Reihe. Mit dem Vater ihres Sohnes Leon ist sie zwar wieder zusammen, aber zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt mehr. Mit ihrer Mutter versteht sich Jessica wieder gut. Verarbeitet hat die junge Frau diese schwierige Zeit bis heute nicht. Die Belastung ist enorm. Also es waren zuerst ganz normal Depressionen, weil ich halt einfach, ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Ich war alleine, meine Eltern waren nicht da. Ich habe eine Wohnung gehabt alleine. So, wie gehst du jetzt mit dem Säugling um? Mir hat keiner was beigebracht. Ich musste schauen, dass ich selber zurechtkomme. Das war zu viel für Jessica. Sie wurde krank. 2018 wurde bei mir Borderline festgestellt und wurde durch Medikamenten eingestellt, dass ich halt nicht so nervös bin und ruhiger werde. Die Medikamente haben zwar die Unruhe unterdrückt, waren aber keine dauerhafte Lösung für sie. Ich habe zu mir gesagt, ich möchte keine Medikamente mehr nehmen. Dementsprechend habe ich halt zum Putzen angefangen. Und es ist halt so mein Medikamentenersatz, genau. Und das bringt mich halt auch runter. Ich bin dann ruhiger und viel entspannter. Mit Allzweckreiniger und Desinfektionsmittel durch die Wohnung zu wirbeln, gibt Jessica das Gefühl von Kontrolle. Der Wunsch nach Anerkennung, die es von ihren Eltern nie gab, treibt sie dabei immer an. Für mich fühlt sich das an, als wären es vielleicht bloß 2-3 Stunden, aber im Endeffekt sind dann 8 Stunden vergangen. Ich habe einfach kein Zeitgefühl, wenn ich am Putzen bin. Allerdings ist sie in dieser Zeit auch nicht für ihren Sohn, den 5-jährigen Leon, da. Die tut viel putzen. Ich hätte die Mama gern für mich. Jessica weiß, dass eine glänzende Wohnung allein nicht glücklich macht. Sie will den Putzzwang loswerden. Ich erhoffe mir von diesem Experiment, dass ich erstens die Gegenseite helfen kann und dass mir die Seite vielleicht mir helfen kann, dass ich sehe, okay, es geht auch anders, man kann weniger putzen. Im knapp 150 Kilometer entfernten Nürnberg wird Jessica mit einer Frau konfrontiert, die so gut wie nie putzt. Die junge Mutter ist nervös. Sie hat keine Ahnung, was sie erwartet. Meine schlimmsten Befürchtungen sind einfach, wenn sie Tiere hat oder Kot umeinander legt,
dass mir schlecht wird vom Geruch oder vom Zustand, dass ich speien muss. Bei ihr zu Hause ist alles nahezu steril. Wird Jessica hier mit ihren größten Ängsten konfrontiert? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Hallo. Hallo, grüß dich. Ich bin die Jessica. Hallo. Die Ariane, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hast du gut hergefunden? Ich bin gut angekommen, ja. Wahnsinn. Zwei Gegensätze prallen aufeinander. Ja, ne? Ja. Wir helfen uns gegenseitig. Ja. Oh, ich kann. Was ist denn los? Ich habe einfach Angst. Was hast du? Frag mich mal. Menschen wie wir kommen wahrscheinlich sonst nie zusammen, ne? Ariane macht einen aufgeschlossenen Eindruck. Jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, wie sich's entwickelt. Ja. Okay, dann komm gern rein. Ich würde bloß vorab eine Maske aufziehen, weil es riecht halt extrem. Jessica ist vom Anblick und Gestank der Messi-Wohnung schockiert. Und Ariane ist bei weitem nicht die Einzige, die hier lebt. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Spinnen. Ich bin nur ein bisschen geschockt jetzt. Das kann ich mir vorstellen. Weil ich kenne das ja gar nicht so. Ich bin nur ein bisschen geschockt. Hier ist alles völlig verdreckt und verunreinigt. Zudem stinkt es bestialisch. Für die Sauberkeitsfanatikerin ist die Situation in der Wohnung kaum zu ertragen. Mir geht's so scheiße. Ich verstehe halt nicht, wie man so leben kann. Die ganzen Spinnen und der ganze Dreck, die Küche. Also, wenn es dir recht ist, würde ich mir gerne einen Schutzanzug anziehen, um auch mich zu schützen. Da möchte ich eben nichts an meine Klamotten dran. Okay. Ariane ist der Zustand ihres Zuhauses sichtlich unangenehm. Mein Wohnschlafzimmer hast du noch nicht gesehen. Mhm, das geht quasi nahtlos weiter. Ein Raum voller Müll und Ungeziefer. Und hier lebt und schläft die 50-Jährige. Kaum vorstellbar. Jessica ist fassungslos. Schläfst du auf dem Bett? Ja. Wie oft hast du das Bett gewechselt, also Bettwäsche gewaschen? Oder? Ja, ich schaff's nicht so oft. Mir fehlt halt einfach die Kraft. Ne? Ich bin Langzeit krankgeschrieben momentan. Okay. Ich habe einmal aus psychischen Gründen und weil ich körperlich permanent erschöpft bin. Okay. Man weiß noch nicht, wo es herkommt. Darf ich fragen, was du da mit der Psyche hast? Ich habe mit Depressionen zu tun. Okay. Durch die Depression hat Ariane jeglichen Antrieb verloren. Wie bei mir. Ich habe auch Depressionen mit Zwang und Ängste und ja. Und das ist dann, wirkt sich dann im Putzzwang aus? Eben, oder? Genau, echt? Weil ich gesagt habe, das Putzen, das ist so mein Medikament. Mhm. Ja, aber warum schaffe ich das nicht? Entschuldige. Die Singlefrau hat keine Energie, um sich aufzuraffen und sauber zu machen. Also richtig lebenswert würde ich das nicht bezeichnen, was bei mir momentan abläuft. Ariane steckt in einem Teufelskreis. Neben der Depression leidet sie an Rheuma. Sie kann nicht arbeiten und bezieht Hartz IV. Die Depression macht aus. Ich kriege einfach die Kraft nicht her, körperlich sowie auch psychisch aktiv zu werden. Das funktioniert einfach nicht. Schlafen, Fernsehen, Essen bestellen, Handyspiele. Das ist Arianes Tagesprogramm. Mit dem permanenten Handyspielen und Fernsehschauen kann ich wunderbar Probleme ausblenden, muss mich nicht damit beschäftigen. Kontakt zu ihrer Familie oder zu Freunden hat sie nicht. Die 50-Jährige ist immer allein und hat sich komplett eingeigelt. Sie geht nur zum Einkaufen und für wichtige Termine aus dem Haus. Es gibt Tage, wo ich wirklich den ganzen Tag im Bett liege. Die Stunden vergehen wie nichts. Zeitgefühl spielt eigentlich da immer in dem Moment keine Rolle. Die Langzeitarbeitslose weiß, dass sie in menschenunwürdigen Verhältnissen lebt. Aber allein kann sie das nicht ändern. Von dem Experiment erhoffe ich mir vor allem, dass sich dann in mir auch einiges ändert, dass ich wieder ein lebenswertes Leben leben kann. Fest steht, so
kann es nicht bleiben. Die Geschichte berührt mich auf jeden Fall, weil ich so fast das Gleiche habe mit den Depressionen her und weiß, wie ein Mensch sich dann fühlt. Es ist so schlimm, erst ungefähr seit einem Jahr. Seit einem Jahr erst, okay. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich hatte als nächste Bezugsperson mein Hund. Okay. Sie ist verstorben letztes Jahr. Oh je. Der Tod ihrer geliebten Hündin hat bei Ariana eine Depression ausgelöst. Als meine Hündin, die Queen, nicht mehr war, das hat mich einfach extrem mitgenommen, weil ich durch den Hund hatte ich regelmäßig Bewegung, einen gewissen vernünftigen Tagesablauf. Und das ist dann alles weggefallen. Verheiratet war Ariane nie. Es gab nur die Hündin Queen in ihrem Leben. Das Tier begleitete sie 7 Jahre lang und starb an Altersschwäche. Meine Queenie, die war einfach mein Halt. Und mit meinem Hund ist die ganze Kraft der Wille gegangen eigentlich, dass ich nichts anderes mehr mache, als im Bett zu liegen. Doch jetzt soll Jessica ihr helfen, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Und das in nur 4 Tagen. Ich sehe gerade hier so ein komisches Viech, wo hier rumkrabbelt. Kakerlaken. Was? Oh Mann. Also es kann sein, dass mir eine dann über die Füße läuft. Ja, aber die beißen nicht. Kakerlaken können gefährliche Krankheiten wie Salmonellen, Typhus und Hepatitis übertragen und Asthma und Ekzeme auslösen. Ich will es ausziehen. Ziemlich juckt's überall. Jessicas schlimmste Befürchtungen sind wahr geworden. Oh, ich krieg gleich einen Anfall, hey. Ich hatte jetzt tatsächlich Angst, dass irgendwie Krabbelfiecher in den Anzug unten reinkriechen. Und die Schaben vermehren sich explosionsartig. Kommst du denn damit zurecht, wenn es noch so weitergeht? Weil das waren sicher nicht die letzten. Die 25-Jährige muss sehr mit sich kämpfen, das Experiment nicht sofort platzen zu lassen. Ich möchte auch nicht aufgeben. Ich möchte dir helfen. Ich werde den Anzug noch mal anziehen und schauen, dass ich unten irgendwie so Taser oder Panzertape rumwickeln kann. Dass sie einen Schädling oder dessen Eier mit ins Hotel einschleppen könnte, ist der blanke Horror für Jessica. Mein Plan ist jetzt, dass wir vielleicht einen Weg zum Balkon schaffen, dass wir ein bisschen frische Luft reinkriegen. Ja. Gute Idee? Das ist eine gute Idee. Ich würde es hier einfach mal anfangen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Angst wegen die Viecher jetzt. Doch die junge Frau überwindet sich und will gleich richtig loslegen. Also mein Putzzwang kommt auf jeden Fall jetzt gerade in Fahrt. Ich will endlich das Zeug draußen haben, dass man meinen Boden richtig sieht, dass man lüften kann. Also erstmal den groben Dreck einsammeln. Entschuldigung. Doch schon nach wenigen Minuten kann Ariane nicht mehr. Ich bin jetzt schon überfordert körperlich. Ganz ehrlich, weil ich sehe einfach so, es ist so viel. Das erschöpft mich schon alleine. Aber es geht sofort wieder. Ich habe eine Idee. Ja. Was hältst du davon, wenn ich einen Container bestelle? Weil ich habe die Vermutung, dass das ganze Zeug in deinen Hausmüll nicht reinpasst.